Hey liebe Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zu Super Smash Bros. Ultimate. Ihr seht es oben, Version 7.0.0 ist da. Und jetzt will hier wieder das Tutorial beginnen. So, wir haben lange das Spiel schon nicht mehr drin gehabt und deswegen kriegen wir die Info, dass Terry nun mitkämpft. Das ist natürlich schon längst vorbei. Aber hier, der Held aus Fire Emblem ist mit am Start in zwei Versionen, männlich und weiblich. Wir haben jetzt hier den männlichen nur gesehen, das ist aber überhaupt gar kein Thema. Neue Stage ist natürlich auch mit am Start, neue Musik ist mit am Start und das Ganze für Terry und auch für Beile. Das Spiel kann nun auf Version 7.0.0 aktualisiert werden, sollte rechts oben auf den Titel das nicht sein. Dann könnt ihr das machen, indem ihr ganz einfach in der Spielauswahl auf die Plus-Taste drückt und dann Update übers Internet, dann passiert das. Ansonsten seht ihr ja, bei mir war oben rechts stand schon 7.0.0. Das heißt, die Version ist aktuell. So, der Fighter Pass. Ein Set bestehend aus 5 Kämpferpaketen ist zum Kauf erhältlich. Wer das nicht hat, denn wie gesagt, da sind alle jetzt mit dabei. Wir haben sie jetzt, das hat zwar ein bisschen länger gedauert als ein Jahr, nämlich knapp 1,5 Monate mehr, aber das ist jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Wir haben also, wie gesagt, jetzt Byleth mit am Start, Terry Bogard mit am Start, Banjo und Kazooie, das hatte ich gezeigt, den Held von der Dragon Quest Serie, wo mittlerweile das Spiel ja nun auch auf der Switch erhältlich ist, Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals, nur zu empfehlen, wer es noch nicht gespielt hat, und Joker, nicht der Joker von DC, ihr seht es unten eingeblendet, sondern von der Persona 5, von den Persona 5 Spielen mittlerweile, es werden ja mehr. So weit, so gut, das habt ihr alles. Ich habe den Fighter Pass von vornherein, das heißt, ich habe sozusagen alle geholt. Und jetzt haben wir halt eben das neue Kämpferpaket, das letzte aus dem ersten Fighter Pass, Fire Emblem Three Houses. Da haben wir also die spielbaren Kämpfer, sowie die Stage Closer Garrick Mach, ist nun zum Kauf erhältlich. Ja, so weit, so gut, das haben wir alles drinne. Tassilo Kopf und Outfit könnt ihr euch auch noch holen aus der Cuphead-Reihe. Meine Güte, der Mii-Kämpferkostüm im Design von Altair aus der Assassin's Creed-Reihe ist nun auch noch mit am Start. Ein Mii-Kämpfer-Kopfbedeckung im Design der unberechenbaren Rabbids-Charaktere ist auch mit am Start. Wir haben aus der Mega Man X-Reihe ein Design und auch aus der Mega Man X-Reihe. Mega Man Battle und Fighter Pass Volume 2 ist nun mittlerweile ja auch bekannt gegeben worden. Da hatte ich ja sogar eine Umfrage gestartet vor 2 Wochen. Bis einschließlich 2021 sind nochmals 6 Kämpfer geplant und da gibt's nichts weiter bis jetzt, außer dass man, wenn man das Ding wie immer vorbestellt, ein Mii-Kämpfer-Kostümartikel, den antiken Helm und die antike Ausrüstung aus The Legend of Zelda Breath of the Wild bekommt. Ihr seht das hier im Bildchen. Also richtig viel. Und dann gibt es noch ein exklusives Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder. Also die kostenpflichtige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft besitzen, können ein Geisterstärkungspaket bekommen. Meine Güte, so. Jetzt sind wir hoffentlich durch. Ja, die 611, wie gesagt, ich habe das lange nicht gehabt. So, wem das alles zu schnell ging, der kann bei sich unter Nachrichten das ganze Ding hier dann auch nochmal aufrufen. Ihr kennt das Spielchen, hier seht ihr alles, was hier neu mit am Start ist, was ihr verpasst habt und wo ihr sozusagen beim letzten Mal eingestiegen seid. Ja, das könnt ihr hier dann so ein bisschen euch nochmal angucken. So, jetzt haben wir ganz schön viel gequasselt und noch gar nicht viel gesehen. Wir gucken uns natürlich den neuen Kämpfer mal ganz kurz dann an. Ich würde sagen, Intro ab und dann gehen wir einfach mal in diesen Standardmodus und gucken uns hier den klassischen Story-Part von unserem neuen Helden aus Fire Emblem Three Houses an. Boah! Also, bleibt dran, viel Spaß! So, hier unten haben wir ihn ganz unten rechts. Hier seht ihr auch die kompletten Charaktere. Ihr seht hier, dass ich zum Beispiel Banjo und Kazooie noch nicht mal mehr abgeschlossen hatte und dass hier generell noch viel fehlt. Ich hatte ja vor gut einem Jahr eine Meinung abgegeben zu dem Spiel und es hat sich halt eben nicht verändert. Es ist ein cooles Spiel, es macht Spaß, so ein bisschen mit Kumpels zusammen zu zocken an einem Fernseher, finde ich ganz gut. Ansonsten catcht mich das Spiel nicht so und ich werde mir auch den Fighter Pass 2 nicht holen, deswegen ist dann auch mit
diesem Video, wenn da jetzt nicht irgendwas ganz Krasses passieren sollte, ist das auch dann damit beendet. Wie war denn das? Wir konnten ja hier unten... Ja, können wir hier Name eingeben. Wunderbar. So, da können wir hier genau uns angucken, was wir alles haben. Also wir haben beides hier die beiden Figuren aus dem Spiel, je nachdem, ob männlich oder weiblich. Dann haben wir natürlich das Ganze männlich blond. Da erinnert er mich sehr an Dimitri. Weiblich weißhaarig. Wir haben männlich schwarz. Ich glaube, das ist sogar so gewollt, weil... ihr wisst, an wen uns das jetzt hier erinnert. So, dann haben wir, ja, weiblich grün. Klar, Edelgard. Gut, also es sind die sozusagen aus den anderen Häusern. Ich würde nicht viel spoilern, wer sich da vielleicht noch das Spiel Three Houses mal reinziehen kann. Nur zu empfehlen. Ja, also es sind wirklich alle Figuren sozusagen hier in Frisuren dargestellt. Finde ich jetzt zum Beispiel schon mal sehr, sehr geil, ne? Also das Geschwisterpärchen hier. Man weiß es schon, ne? Obwohl Vater, Sohn... egal. So, okay. Wir spielen in Three Houses immer den männlichen Part. Deswegen würde ich heute mal einfach den weiblichen nehmen. Einfach mal so aus Jux an der Laune. So, es wurde ja natürlich viel schon gemeckert, dass mal wieder ein Fire Emblem-Charakter sozusagen hier die Kämpferriege... erweitert, weil es gibt ja nicht genug davon. Und ihr seht es auch hier, wir haben jetzt wieder einen Schwertkämpfer. Und wir werden mal ganz kurz die Attacken durchgehen und mal ein bisschen gucken, was die Gute oder der Gute, je nachdem, wie ihr wählt, was derjenige so kann. So, dazu gehen wir mal einfach auf Techniken und gucken mal. Also wenn wir B ganz normal drücken, haben wir den Nimmerfehl. Drücke den Knopf kurz, um Pfeile abzufeuern. Gedrückt halten erzeugt einen mächtigen Lichtstrahl. Das hatten wir eben gerade schon kurz gesehen. Das habe ich kurz gemacht. Wir haben den Ein bogenförmiger Vorwärtshieb. Anfangs rasch, Stick neigen zum Aufwärtshieb im Vorpreschen. Meine Fresse, okay. Dann haben wir Schwert des Schöpfers. Natürlich, das ist nach oben. Schwerthieb mit Extrasprung, falls er Gegner trifft. Auch zum Hängen an Kanten einsetzbar. Also eine gute Safe-Attacke. Und wir haben ein aufgeladener mächtiger Axthieb. Extrem stark, macht dich aber äußerst angreifbar. Die werden wir uns mal kurz reinzimmern. Und seht ihr halt hier. Ja. Wir können das Ding hier übelst aufladen. Und dann geht das aber auch automatisch los. Also das... bedarf wieder ein klein wenig Timing. Schade, hat er sich gut gewehrt. So, dann haben wir hier diesen... Tja, ich kann es jetzt nicht sagen. Aussprechen. Das ist natürlich cool. Ja, das ist Schwert des Schöpfers. Ne? Wunderbar. Damit haben wir auch schon den ersten Kampf gewonnen, obwohl wir gar nicht viel gemacht haben. So, habt ihr gesehen, der dauert sehr, sehr lange. Ich würde mal kurz ausprobieren. Kann man ihn... Nee, man kann ihn anscheinend nicht abbrechen. Dann müssen wir mal kurz... Nee, also das ist wirklich eine harte Attacke. Wenn der sitzt. Wir können ihn in der Luft starten. Wir können auch nochmal die Richtung ändern. Aber ihr seht... Er braucht ein bisschen. So, dann haben wir natürlich die... Smash-Attacken. Damit ist leider schon mit der ersten Attacke der Gegner breit. Auch runterkommen, ne? Also es sind natürlich die ganzen Waffen hier sozusagen mit drinne. Ich sehe auch gerade, das sollte jetzt vorbei sein. Das geht hier um Leben, ne? Oh, das ist auch eine schöne Attacke. Ja, das ist nach oben. Und A. So, und dann wollen wir natürlich den Ultra Smash noch uns reinziehen. Und dazu werden wir mal warten, bis wir die Möglichkeit haben. So, wir haben uns jetzt hier sozusagen mal die Stage rausgesucht, die neue von Fire Emblem. Das Kloster. Und so sieht's aus. Das ist der Marktplatz hier vorne. Ist eigentlich ganz cool.
Was passiert ist dann halt eben, dass wir hier... dass wir hier irgendwann sozusagen teleportiert werden in diese anderen Bereiche. Und wir sehen hier hinten auch Petra, Edelgard steht hier mit. Und es ist eigentlich ganz cool gemacht, ne? Dorothea. Also man trifft hier sozusagen die Leute wieder. Das ist ganz, ganz cool, das gefällt mir sehr. Und es wird vorher halt eben immer angezeigt, wenn wir uns sozusagen hier wieder an eine neue Stelle begeben. So, dann wollen wir uns den Ultra Smash noch angucken. Ein bisschen hat es gedauert. Himmelsspalter der Erschafferin. Ein Vorwärtshieb mit verlängertem Schwert. Trifft er ein Ziel, lässt sich Sotis das Schwert der Erschafferin einsetzen, welches bis zu 3 Gegner großem Schaden zufügt. Wunderbar. Dann werden wir das Ganze mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und das haben wir ja schön verkackt. So, hatte ich leider verkackt gehabt, deswegen musste ich jetzt im Training, aber habt ihr jetzt gesehen, so sieht das Ding aus. Und ja, 54% Schaden hat es jetzt so im Training gemacht, muss man mal gucken. Reichweite nicht gerade sehr hoch, muss man echt mal drauf aufpassen, was man da so anstellt mit. Da sind andere Ultra Smash wesentlich, sag ich mal, zielbringender und 54% ist jetzt auch nicht so sehr extrem, ja. Tendenziell mein Fazit, ein solider Charakter vom Kämpfen her, aber wird auf jeden Fall nicht mein Favorite. Muss man halt mal gucken, wenn sich da die ganzen Profis dran üben, was da so geht. Ja, das war's dann dementsprechend mit Super Smash Bros. Ultimate. Mal gucken, in der Community werden wir es vielleicht nochmal zusammen spielen. Ich krieg da ja gänzlich sowieso immer nur auf die Fresse. Aber Übung macht bekanntlich den Meister und genau daran scheitert es ja bei mir. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen, war ein bisschen informativ. Lasst einen Daumen nach oben da und ja, haut in die Kommentare, wie ihr das seht. Habt ihr den zweiten Pass euch schon sozusagen vorbestellt oder wartet ihr erstmal? Von einigen weiß ich von euch, dass die ganz speziell nur die einzelnen Kämpferpakete dann lieber kaufen, anstatt das komplette Paket, weil da doch ab und zu mal etwas mit bei ist, was nicht ganz so interessant scheint. Jo. Wie gesagt, jedem das seine, keiner muss es kaufen, aber halt eben die Möglichkeit besteht. Ich werde mir die anderen Kämpfer auf jeden Fall mit angucken, aber denke mal, ich werde da nicht nochmal zuschlagen. Also, Herr Abbe bedankt sich fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.